Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem hoffentlich besseren Unboxing als beim Ultron Boomer Shift, weil jetzt kommt der Shift Pro, weil da beim ersten, beim, was da steht, da hat meine Aufnahmetechnik etwas den Geist aufgegeben. So, jetzt werde ich hier erstmal versuchen, das hier so sanft wie möglich abzumachen. Ja. Komm mal her hier. Ich habe auch vergessen, beim ersten Ultron Boomer den Preis zu sagen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich sage die Preise mal echt ungern, weil die ja immer sehr schwanken. Mal ist es billiger, mal ist es teurer bei dem einen oder anderen Produkt. Heißt nicht, dass es bei den Headsets auch so ist, aber ich glaube, das kostet 49. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß es jetzt nicht. Und das glaube ich 100. Ich weiß es aber nicht genau. Müsst ihr einfach mal unten gucken in der Beschreibung. Die Links werde ich veröffentlichen. Da könnt ihr dazu finden. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das hier aufmache. Ach so, cool. Gut, okay. Und wie kriege ich das jetzt auf? Geht das überhaupt auf? Ach, okay. Man kann das abziehen. Auch schön mit dem Silber. Also ich finde, seht ihr das? Das sieht doch geil aus. Und auf Deutsch. 23 Stunden sollen die Akkus halten, steht hier drauf. Krasse Scheiße. Ach, hier seht, wollte ich euch auch noch zeigen. Hatte ich ja schon mal gezeigt, da haben wir die Tasten hier an der Seite. Das sieht so geil aus. Sorry, dass ich hier so ein bisschen hektisch bin. Ich will das auspacken. Ich muss das unbedingt sehen. Ich will es sehen. Ach, hier haben wir, seht ihr das? Magnete. So, jetzt werde ich euch mal nach unten schwenken, dass wir uns das jetzt genauer angucken können. Leck mich am Arsch. Alter Schalter. Da hat man richtig Angst, das rauszunehmen und hinzulegen, muss ich sagen. Alter Schalter, das kommt denn halt in diesem schwarzen Karton hier auch alles mit Samt. Haben wir noch was drunter? Nee, haben wir nicht. Leck mich an der Dash. So, ich werde das mal so machen, dass ihr das so ein bisschen besser seht. Da haben wir dann praktisch einmal das Headset mit bei. Ich traue mir auch ehrlich gesagt, das jetzt nicht auszupacken, weil dann komme ich definitiv in Versuchung, es aufzusetzen und zu benutzen. Dann haben wir einmal das Handbuch. Und dann gucken wir uns an, was hier noch drin ist, weil es ja Unboxing. Hardware gucken wir denn nachher nach. Was haben wir hier? Eine Tasche. Oh, eine Samttasche haben wir also ja mit beiführt Headset. Dass wir das unterwegs hier drin machen können. In den Beutel und dass es nicht zerkratzt. Leck mich an der Dash. Also die haben ja wirklich an alle gedacht. Und, oh, hier ist so ja ein Klinkenkabel mit bei. So. Ist doch aber auch ein Bluetooth-Headset, ja. Beim Boomer, beim ersten Boomer, was ich euch gezeigt habe, das schwarze, da war ja nur ein USB-Kabel mit bei. Das ist jetzt, wie gesagt, das Boomer Shift Pro. Das ist natürlich Pro, natürlich nochmal eine Ladung besser. Ist eigentlich, denke ich mal, jedem von euch logisch. Hier ein USB-Kabel ist mit bei und ein Klinkenkabel. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr seht es ja. Das ist der Klinkenkabel. Also da bin ich jetzt echt mal arschgespannt. Und wenn ich das so angucke, es fällt mir echt schwer, da jetzt nicht sofort anzufangen, muss ich sagen. Die Verbindung von diesem schwarzen Klavierlack und dem Rot, was ich sehe, was ich euch gleich im Hardware-Video zeigen werde, es sieht einfach nur richtig hammergeil aus. Es sieht extrem hammergeil aus.
Gut, ich möchte dieses Unboxing jetzt hiermit echt gerne beenden und das Hardware-Video mit euch machen. Also bis gleich.